I got a terrorist planted somewhere in the power plant. He riots the bomb with a Meru trigger timer. Find the bomb in this area. Every time you load the map, the bomb respawns. Das heißt, man hört das Piepen schon. Ist Well, right on through, sir. Looks like you're in the barrel today. Oh, warte mal. Das heißt ja, wenn er jetzt mich hier durchlässt, habe ich hier hinten laut Anzeige. Bam, alle Secrets, Alter. Modav. Achso, ich nehme es halt auf. Nigga, bums mich. Nigga. Nigga, bums mich. Outro, oder? Oh, das kenne ich. Das ist aus der Custom Map mit dem Zug. Ja, geil, das kann man spielen. Also, man kann das spielen. Oh, das ist. Das kenne ich nicht. Auch geil. Sieht gut aus, aber der Ball sieht aus wie in Half-Life 2. Das könnte einen Zusammenhang geben. Bitte? Was ist das? Ach, unter Wasser. Ja! Mega! Und das Tor da oben drauf und dass es aussieht wie ein Krokodil. Ist komisch. Reiserakete. Schön, die Saturnrakete. Schön die Saturn 5 nachgebaut mit Space Shuttle. Liberty. Die heißt ja wirklich. Ist das Shuttle Liberty? Ja, ne? Oh ja. Auch nicht schlecht.
Mega. Es ist ein fucking Zylinder. So wird das nie gebaut werden. Das sieht aus, wie als wenn da unten Ukulüten dranhängen. Oh, naja. Vielleicht die dunkle Seite des Mondes mit Nazis und Helium 3. Oh, Iron Sky könnte ich jetzt gucken. Das wäre witzig. Aber der zweite Teil, der wäre schön. Ja, auf dem Mars wäre cool. Nein, Mann, das ist Half-Life, Alter. Riesige Photonkanone. Ach so, nee, das ist ja eine. Wie, das ist eine neue Welt. Oh, 2,2 Liter alle. Und des gesamten Let's Plays. Nichts. Es wird ja nicht mal Half-Life 3 geben. Weil Half-Life 2 ist das offizielle Ende. Half-Life 2, Episode 2. Es gibt Sachen so Episode 3. Die Borealis, aber was hat die Borealis damit zu tun, dass man Borealis damit zu tun, dass dass da der Alien getötet wird. Wie soll das denn vor allen Dingen weitergehen? Weil du hast ja keinen Anhaltspunkt, danach irgendwo hinzugehen oder hinzufliegen, außer nach der Antarktis, aber nee. Also, ich muss dazu sagen, da hat sich echt Mühe gegeben, das ist der Wahnsinn. Dem Mann sollte man echt Preis verleihen dafür, dass er das Ding gebaut hat. Was da alles hintersteckt, also den Climbing Tower, den von dem habe ich schon mal was gesehen. So, weil der halt dazugehört, von dem Herr das Kurs auch. Aber dass das so deep ist, das hätte ich jetzt also nicht gedacht, ja? Also überhaupt nicht. Mit dem Raketenwerfer in dem Geheimding, mit dem Bombending. Also. Wow. Respekt. Also meinen großen Respekt. Das ist heftig. Das ist echt heftig, was er gebastelt hat. Ja. Die Dinger zu finden, ey. Fuck the system. Krass. Wenn ich da raufklicke. Ich hole das ein. Ja, man könnte hier sogar spielen. Ganz, ganz viel Half-Life. Das ist echt der Wahnsinn. Krass. Machen wir mal kurz wieder Bildschirm. Gehen hier mal zurück. Machen hier so. Und dann gehen wir mal, gucken wir mal kurz. Also wir überlegen. Wir haben das gesamte Training gemacht. Wir haben den Climb Tower gemacht mit dem letzten Schritt. Also wir haben das gemacht. Das. Die ganzen Secrets geholt. Haben das Zuglabyrinth gemacht. Wir haben keinen Bug so wirklich gehabt, außer hier und da ein bisschen hängen. So, dann haben wir hier den letzten Schritt gemacht. Ah, es juckt hier gerade ein bisschen. Dann haben wir den atmosphärischen Wiedereintritt gemacht, sind dann Oberfläche aufgeschlagen, Druck wird ausgelöst, sind nach unten rausgekommen, am Kraterspalte, waren dann dahinter und sind dann dahinter gekommen. So, das Bonuslevel im Generator rum. Das. Versuchen, eine Bombe zu entschärfen. Dadurch ein Zufallsgenerator durch die Bombe.
Ja, das haben wir auch. Ja, das haben wir auch gemacht. Das ist richtig. Das mit dem Laptop in dem Abgrund, mit der Taschenlampe, mit dem Raketenwerfer, mit Pi und so, das haben wir auch gemacht. Und den Climbing Tower haben wir zwischendurch einfach auch gemacht. Also das Bonuslevel davon, weil man dann da unten ja erst hinkommt. So, dann wird's drin. Ja, hey, der quält um Ende Spiel. Krass. Also, ja, zulassen, öffnen, mir egal, ey. Krass, ja, heftig. Super. Das, Respekt. Ich kann ja noch mal gucken, habe ich das hier überhaupt noch drin? Ja. Hier ist noch mal die, was wollte ich jetzt sagen, die Seite davon. Ist ganz schön. Also 2012 kam die raus, das muss man überlegen, die ist 7 Jahre alt. 35 mal gedownload finde ich schon schlecht. 7 Mal nur heute ist angenehm, ne? Die Collection, wie gesagt, die kenne ich, das Walkthrough. Das habe ich hier offen, das PDF, das ist das, was wir gerade auf hatten. Die Resources, ja gut, die brauche ich nicht. Auch wenn sie ganz cool sind. Und das und die Datei, das ist, da ist halt auch alles, glaube ich, sogar drin. Sogar, vielleicht sogar das Walkthrough, ich weiß das gerade gar nicht. Nee, nicht das Walkthrough. Das hat aber auch später geschrieben. Und die Seite an sich geht nicht. Schade. Ansonsten. Was steht hier? Ja, krass. Ja, geht nämlich nicht die Seite. Müsste ich mal kontaktieren, ey. Ach so, er bewertet, was Leute sagen. Und das hat, also gibt Tipps für. Ja, krass. Ja, das ist schön. Schön, schön. Sehr schön. Sehr schön. Daher habe ich auch ein Bild sogar. Die ganzen Bilder hier, die sind oh, so traumhaft, ne? Eine sehr, also ist sehr schön. Ich finde. Mega. Respekt. Respekt, was er da geschaffen hat. Wirklich. What amazed me in the first secret level when I find that rumors so deep so complex room. Auch wenn Old Aztec Temple was found. The secret level, that it was called why. What awaits me in the first secret level when I find it? Ach so, ja, two horrifying creatures
First appearance. Ja, stimmt. Stimmt, das ist der Tempel, den man gemacht hat. Da den. Ja. Krass, 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 krass. Cool. So. Reicht auch. Ich bin doch echt fertig, ey. Das sollte reichen mit Half-Life für heute. Tschüssen.